Herzlich willkommen, meine Damen und meine Herren, zu McKnauf's Daily. In manchen Dingen halte ich es genauso wie Warren Buffett. Auch da kaufe ich auch nur die Dinge, die ich tatsächlich kenne, von deren Qualität ich überzeugt bin und wo ich weiß, dass ein ordentliches Unternehmen dahinter steht. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn es um den Bereich der Brillen geht. Ja, Brille, ganz klar, natürlich MDAX-Unternehmen, Fielmann. Ja, und Fielmann, ja, verkauft in Deutschland jede zweite Brille. Kommt dahingehend von Fielmann. Naja, jetzt will die Optikerkette natürlich wachsen und vor allen Dingen im Alpengebiet. Die sollen jetzt etwas klarer sehen. Die sollen dementsprechend dann auch mal endlich die Brillen von Fielmann in den Genuss bekommen. Ja, das Filialnetz in Österreich und vor allen Dingen der Schweiz soll weiter ausgebaut werden. Aber halt eben auch vor allen Dingen Italien und Norditalien. Ja, da scheint man tatsächlich dann doch noch einen relativ großen Markt zu sehen. Ja, verständlich wohl. In Deutschland alleine will Fielmann von den aktuell 586 Fielmann-Filialen auf 700 Geschäfte dementsprechend aufstocken. Ja, Fielmann bietet natürlich als MDAX-Unternehmen einige Qualitäten. Nicht nur ein stabiles Geschäftsmodell. Sie wissen es selber, wenn Sie eine neue Brille brauchen, da wollen Sie natürlich auch ein bisschen sparen und trotzdem Top-Qualität haben. Und das nicht nur bei den Gestellen, sondern vor allen Dingen natürlich bei den Gläsern. Und da brauchen Sie natürlich dementsprechend auch nicht nur ein stabiles Geschäftsmodell, sondern als Aktiengesellschaft logischerweise auch noch eine gute, stabile Führung des Unternehmens. Naja, was interessiert Sie als Aktionär zusätzlich zu dem, dass Sie eventuell eine Brille brauchen? Ja, die Dividendenpolitik, die ist natürlich für Sie genauso wichtig. Naja, wenn wir uns das mal überlegen, wenn wir uns die Aktie jetzt mal anschauen, naja, auf 5 Jahre hat die alleine 80% gemacht, auf 10 Jahre sogar 250%. Und Sie sind ja jemand, der bei mir reinschaut, weil Sie ja längerfristig Ihr Vermögen aufbauen wollen. Das ist ja für Sie wichtig. Und wenn Sie sich das überlegen, 14 Jahre in Folge wurde die Dividende angehoben oder mindestens einigermaßen stabil gehalten. 2015 hat Fielmann hier 1,75 € bezahlt, also letztlich eine Rendite von 2,7%. Ja, welche Bank gibt Ihnen aktuell 2,7% Rendite? Ja, bei der Nullzinspolitik wohl keine. Und es könnte bei Fielmann sogar sein, dass die Anhebung der Ausschüttung sogar noch weiter forciert wird. Vor allen Dingen Fielmann ist ein Unternehmen, was halt eben frei von Schulden ist und verfügt über eine ordentliche freie Liquidität im dreistelligen Millionenbereich. Also auch da kann relativ wenig passieren, muss man sagen. Und wir hatten sogar diese Woche eine neue Studie vom Bankhaus Lampe. Ja, da haben wir einen Analysten, Peter Steiner. Und was hat er gesagt? Fand ich recht interessant. Fielmann, eine Schutzbrille für unsichere Zeiten, hat er vielleicht gar nicht so unrecht mit. Ja, Bankhaus Lampe hat, wie gesagt, durch den Analysten Peter Steiner hier halt eben das Kursziel von Halten auf Kaufen hochgesetzt und das Kursziel von 65 auf 76 € angehoben. Also das ist schon recht ordentlich. Ja, Steiner scheint vor allen Dingen der Einstieg in Italien interessiert zu haben, vor allen Dingen in Norditalien, wo man jetzt 20 neue Filialen aufbaut. Ja, und Fielmann hat ja neben dem Geschäft rund um die Brille auch noch das Geschäft mit den Ohren. Das heißt also, die Hörgeräte werden natürlich auch in naher Zukunft immer weiter forciert und diesen Markt wird sich Fielmann weiterhin natürlich widmen, weil halt eben hier ganz klar einiges an Wachstumspotenzial noch drin sitzt. Also, von daher angesichts des hohen Netto-Barmittelbestandes und vor allen Dingen halt eben des Wachstums, was man da halt eben ganz klar natürlich forciert, wo man stabil weiter wachsen will, eventuell sogar einer Sonderdividende, die da kommen könnte, ist die Aktie und das Unternehmen für Sie doppelt interessant. Nicht nur, weil Sie bei der Brille einiges sparen können, sondern weil Sie auch noch Geld verdienen können mit der Aktie und das nicht nur im normalen Bereich, sondern auch im Dividendenbereich. Also von daher Fielmann sicherlich im wahrsten Sinne des Wortes mal einen Blick wert. Das war McKnauf's Daily zum Thema Brille, zum Thema Fielmann. Bleiben Sie mir und der Börse gewogen.